Ich habe meine leiblichen Eltern haben eine kleine Obstverwertung, die machen Liköre und Schnäpse. Und da ist also so bei Likören, ich habe vor Jahren schon unheimlich viele Experimente gemacht, auch hier spreche ich in einer Zeitform, dass du ein Bild vor Augen hast. Da habe ich immer Leute eingeladen, das habe ich mit hunderten von Menschen gemacht und ich mache eine kleine Trinkprobe, die stelle ich hin und sage, probier mal, ob du schmeckst, was das für ein Likör ist. Und dann riechen die dran, du merkst schon, die ganze Physiognomie ist auf schärfste Empfindlichkeit geschalten, die riechen dran, die schmecken und ich sage dir, wie das rauskommt. Es ist immer dasselbe Likör, alle, 100% erkennen sofort, dass das ein Nusslikör ist oder Nussschnaps. 70% erkennen eindeutig Walnuss, diesen typischen Walnussgeschmack. Und 30% merken nur so eine leichte Sellerie-Nachnote. Wie beim Bayernwaldbier, wo Sven sich dann auskennt. Ich habe dann hier schon Blinde, mein Stefan Fuß, der ist Musiker, der hat dann nicht einmal probiert, der hat gerochen und sagt sofort Walnuss. Ganz anderen Geschmackstest habe ich. Ich war also früher unheimlich viel in Asien und was mich so begeistert hat, sind die chinesischen Apotheken. Und da habe ich also hier, war ganz interessantes Experiment, da habe ich also hier mitgenommen, dass in der Apotheken gibt es jetzt so einen sogenannten chinesischen Mauswein und die haben ja ganz viel Edelzeug in diesen Apotheken, also was die alles als Medizin verwenden. Und zwar nehmen wir die von einer speziellen Reisfeldrarre. Wenn die Jungen schlüpfen, unmittelbar, wenn du mal junge Mäuse, hast du schon junge Mäuse gesehen, wenn die Augen noch so zu haben, da ist das Schnurzbärchen ist schon da, die liegen dann drin, die Augen sind noch zu, so kleine nackte Würstchen, das ist also wie der kleine Finger bis zum Daumengröße. Nehmen wir die so junge, kleine Mäuse oder Ratten und machen eine Flasche voll solcher kleiner Fäden. Und das wird mit einer Flüssigkeit aufgespült, das sieht aus wie in einem Biologiesalz. Das ist also ganz toll, wenn du die dann in der Flüssigkeit drin links siehst mit den Schwänzchen, das nennt sich Mauswein, das ist übrigens ein Potenzmittel. Ich habe so eine Flasche daheim, also insgesamt waren es bestimmt 8 oder 9 Flaschen, wo wir da wegputzt haben, ich komme da noch dazu. Ich zeige das die Leute, wenn du jetzt zu mir kommst und dann sage ich, hey, schau mal her, oh, ist das eklig, ganz eilig, ganz, ist wirklich widerlich in der Flasche. Also so Schlangen oder so hast du bestimmt vielleicht, wenn man in Asien war, schon mal gesehen, die sind auch angenehmer zum Anschauen wie so kleine Mäuse. Jetzt sage ich, ich will es da mal probieren. Dann sagen die meisten, nee. Dann sage ich, du, der schmeckt gut. Dann schenke ich mir einen ein. Und dann trinke ich den, dass man den trinken kann. Die warten dann meistens 5 Minuten, ob ich Magenkrämpfe kriege oder irgendwas. Aber dann sind manche sind dann neugierig, doch. Na so, ihr wisst, probier, der schmeckt wirklich gut. Dann schenke ich den ein. Und die, wo dann so 10%, die den Mut haben, das zu probieren, da sieht es ganz anders aus wie bei der Geschmacksprobe mit dem Likör. Du magst dann schon diesen da, schlucken runter. Und wenn ich dann frage, nach was schmeckt denn das? Sagen alle, nicht schlecht, kann man trinken. Jetzt passt auf, Leute, es ist wirklich so. Ich habe das mit Hunderten von Menschen gemacht. Es war nicht ein einziger, nicht einer, der mir sagen kann, nach was der schmeckt. Das ist dieser Walnusslikör. Wenn ich den in der Küche einschenke und ich sage, mein Vater hat eine neue Likörprobe gemacht, probier mal, was das für Frucht ist. Von 100 Menschen sagen, wie blind, jeder sagt, also nur 100% sagen Nuss, aber 70% kommen sofort auf die Walnuss, wenn man ein bisschen ein Geschmacksempfinden hat. Also jeder kennt sofort diesen Nusslikör. Wenn die Flasche vorher sehen und ich sage nichts, die, wo dann probieren, kein einziger schmeckt, dass das nach Nuss schmeckt. Es ist mit einem Ekelgefühl da, das heißt, durch dieses Wissen ist dein Wahrnehmungsvermögen vollkommen ausgeschaltet. Es ist jetzt ein kleines Beispiel. Das heißt, du hast in deiner Welt zurzeit Bilder von mir, jetzt denk an die Peitschenschläge, das ist im Prinzip dasselbe. Du kriegst Bilder und alle Bilder sind vollkommen neutral und jetzt hast du einen Schwamminhalt, eine Logik und aufgrund deiner Logik richtest und urteilst du. Du musst wissen, dass alles, was ein Vegetarier macht, für den hundertprozentig logisch ist. Ich werde dir aber sofort eine andere Logik geben, dass es ganz anders aussieht. Du wirst dich wundern, wie viele Möglichkeiten das gibt, wie viel Schizophrenie. Jetzt in der Schweiz, meine Hanni, die ist ganz tiefe Vegetarierin. Jetzt hat sie das erste Mal hat sie hier ein Stück Fleisch mitgegessen, weil sie jetzt langsam auftaut, weil die so grenzenlos Tiere liebt. Ja, was ist es, wenn man kein Fleisch nicht isst? Ich sage, das ist einfach bloß eine grenzenlose Dummheit. Du weißt gar nicht, du lässt dir so viel an Genuss hingehen, an Lebensgenuss hingehen, wo überhaupt nicht sein müsste. Und schau doch, die umso mehr sich eine Gedanken machen, ihr macht euch verrückt mit eurer Gesundheit, was darf ich essen, was darf ich nicht essen. Im Koran und in der Bibel steht, vor allem in der Bibel, du darfst alles essen. Das sind dann zwar Einschränkungen, aber die Einschränkungen, das ist nur Symbol. Es geht nur um Symbolik. Das heißt, die Tiere, wo hier sind, die werden übrigens computermäßig, kannst du die über die Sprache voll auffächern. Aber das nützt jetzt nichts. Ich kann es dir ansprechen, weil ich müsste dir es lernen.
Du kriegst da so eine tiefe Demut, wenn du mal begreifst mit Wörtern, dass deine Welt wirklich, du lebst in einer Matrix. Deine Welt ist nicht größer. Und nochmal, ob du das jetzt glauben willst oder nicht, das ist dein Problem, nicht meins. Du regst dich über Sachen auf. Selbstverständlich ist es schlecht, Menschen zu töten. Heute, ich bin so lieb, ich habe dir gerade gesagt, du wirst mich nicht einmal sehen, dass ich eine Schnorke, die bei mir saugt, tot mache. Ich joch die nicht einmal weg, ich gebe ihr den Tropfen Blut. So viel liebe ich. Aber über einen Sexualverbrecher kann ich nur lachen. Oder ich esse Fleisch. Aber das Fleisch, wo ich in meiner Welt ist, muss kein Tier geschlachtet werden. Ich erschaffe mir das in dem Moment, wo ich es anschaue. Wenn du jetzt zum Träumen, pass auf, du liegst in deinem Bett. Jetzt träumst du mir und sagst, während du träumst, weißt du nicht, dass du träumst. Jetzt träumst du, du gehst in ein super feines Speiselokal rein. In ein super, super feines Speiselokal rein. Und jetzt kriegst du hier einen wunderschönen Braten vorgesetzt. Meinst du, dass dem Braten, dieses Stück Fleisch, wo du in deinem Traum siehst, während du in deinem Bett legst, und du weißt wohlgemerkt nicht, dass du träumst, dass für dieses Stück Fleisch ein Tier sterben musste? Du träumst es ja, das erschaffst du ja aus deinem Geist, aus dem Unterbewusstsein. Das ist übrigens, passt auf, jetzt ein kleiner Sprung. Du gehst spazieren, du schaust in einen Traum, wohlgemerkt nach rechts, und du siehst in einer Wiese eine Henne stehen. Glaubt ihr, dass diese Henne, die dir in der Wiese stehen sieht, dass die Henne, die du im Traum siehst, aus einem Ei geschlüpft ist? Auch diese Henne wird in dem Moment erschaffen, wo du die anschaust. Und wenn du jetzt hier rumläufst, musst du wissen, dass jeden Menschen, den du anschaust, erschaffst du. Du erschaffst mich jetzt genauso, weil ich nämlich in Wirklichkeit in dir drin bin. Weißt du, wie oft ich heute Abend gesagt habe, der Mensch, den du vor dir glaubst, spielt überhaupt keine Rolle? Du musst den Geist zuhören. Und weißt du, wen du jetzt zuhörst? Du hörst dir selbst zu. Ich verrate ein Geheimnis, ich bin ja nicht du.